Wegen der steigenden Zahl von illegalen Migranten in die EU führen Tschechien, Österreich und Polen vorübergehend wieder Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei ein. Um Mitternacht haben sie begonnen. Sie erfolgen stichprobenartig entlang der gesamten rund 250 Kilometer langen Grenze. Aus Österreich hieß es, man wolle Schleuser davon abhalten, alternative Routen zu nutzen. Alle beteiligten Staaten gehören dem Schengen-Raum an, in dem es ja eigentlich keine Grenzkontrollen mehr geben soll.